Ja, mein Schatz. Da bist du schon wieder. Ja. Heute packen wir einen Bauernhof aus. Da passt du auch wieder ganz gut hin. Ich glaube, sie hat schon wieder die Katzen hier vorne drauf gesehen. Na, du aufdringliche Katze. Hallöchen. Na? Oh, was riecht denn da so lecker? Können wir nicht vielleicht einfach anfangen? Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Video aus der Adventskalenderreihe. Es gibt ja jetzt nicht mehr ganz so viele, aber es gibt schon ganz viele, die sich auch gefreut haben, nämlich auch wieder einen Adventskalender von Playmobil. Heute habe ich mir mal den hier rausgesucht. Das ist der Adventskalender mit dem Bauernhof. Also einen Bauernhof-Adventskalender irgendwie. Der ist auch dieses Jahr ganz neu rausgekommen. Das ist die Nummer 70189. Es gibt ja noch zwei weitere. Nee, stimmt gar nicht. Es gibt noch mehr. Ich habe nur noch zwei weitere gekauft. Ich hatte ja schon den einen im Spielwarenladen, Weihnachten im Spielwarenladen. Genau, den hatte ich schon ausgepackt. Und ich habe auch noch das Playmobil-Haus, dieses Weihnachtshaus. Ach, Amy sitzt gerade hier wieder neben mir. Das habe ich auch schon ausgepackt. Nee, das habe ich nicht schon ausgepackt, das habe ich hier schon liegen. Und theoretisch kann ich ja jetzt eigentlich direkt am Anfang schon mal eine Hashtag-Frag-Zanzi-Frage beantworten. Ich habe nämlich eine Frage gelesen von der Alexa Sophia, die hat gefragt, welche Adventskalender denn noch kommen. Und im Grunde sind gar nicht mehr so viele übrig mittlerweile. Ich lade sie ja immer nicht genau in der richtigen Reihenfolge hoch, so wie ich es jetzt auch aufgenommen habe, aber ich habe schon fast alle aufgenommen, bis auf die drei Playmobil-Adventskalender, die ich noch habe. Und den einen Exit-Adventskalender, den ich ja eventuell gar nicht mehr machen wollte. Ja, ich habe schon gesagt, ich mache den eventuell noch im Dezember. Dann könnt ihr halt im Dezember vielleicht einfach nochmal reinschauen, weil ich denke, es wird auch viele geben, die den wahrscheinlich nicht haben. Und das ist wieder so ein Geschichts-Adventskalender, da folgt man halt einer bestimmten Story und ich glaube, das ist ganz cool irgendwie zum Zugucken. Und natürlich ganz liebe Grüße an dich, Alexa Sophia, und auch an alle, die so heißen. Ne? Ich grüße ja auch immer die Namen. Das Video heute richtet sich natürlich wieder an alle Playmobil-Fans oder an alle Eltern oder auch Verschenker, die den Adventskalender gerne irgendjemandem schenken möchten. Dürfte ja jetzt schon ganz schön knapp sein. Eventuell kommt er sogar schon im Dezember. Oh mein Gott, dann ist es zu spät für das Video, beziehungsweise man kann es ja natürlich immer noch kaufen, aber man wird ihn wahrscheinlich nicht mehr im Dezember dann öffnen. Aber auch ein kleiner Tipp von mir, man kann super gut auch noch Adventskalender später kaufen, theoretisch schon fürs nächste Jahr, dann sind sie vielleicht nicht mehr so ganz aktuell, aber sie sind super günstig. Habe ich nämlich mit dem einen Playmobil Adventskalender auch gemacht, den habe ich mir im letzten Jahr noch gekauft für 9,99 €, mega, mega günstig. Und ich meine, der wird ja nicht schlecht, der ist immer noch gut. Gibt halt schon wieder neuere, aber ich meine, mein Gott, ich meine, man spielt ja immer noch damit. Wir werden jetzt also alle Türchen von 1 bis 24 öffnen, damit ihr wisst, was da alles so drin ist in den Türchen und wie sich dann letztendlich auch noch diese ganze Szenerie so zeigt. Ich werde die am Ende auch nochmal komplett aufbauen, werde dann nochmal schön reinfilmen, damit man sieht, was alles so mit dabei war. Das ergibt ja beim Playmobil Adventskalender immer am Ende eine richtig schöne Szene und man hat auch immer einen richtig coolen Hintergrund, wo man das noch so einbauen kann. Sicherheitshalber werde ich natürlich am Ende wieder den Zauber des Vergessens über euch streuen, falls ich es nicht selber vergesse. Ich habe es jetzt ein paar Mal schon vergessen. Selber im Video. Oh, vielleicht hat er dann vorher schon gewirkt. Wahrscheinlich habe ich dann vorher schon alles vergessen und dann habe ich das auch wieder so über euch dann so übernommen oder was? Egal. In meinen Playmobil-Videos verabschiede ich mich ja immer erstmal von dieser Kamera da oben. Also ihr werdet mich dann da oben nicht mehr sehen, weil ich ja immer so ein 3D-Bild habe bei den ganzen Playmobil-Sachen. Und dann könnt ihr halt von vorne ein bisschen besser das beurteilen, wie das aussieht, wenn ich hier so die Sachen reinsetze. Und das ist von oben immer ganz schlecht irgendwie zu beurteilen. Deswegen werde ich mich hier oben mal verabschieden und werde schon mal gleich runterschalten. Und dann sehen wir uns gleich unten. Das ist also der schöne Adventskalender hier vom Bauernhof. Wir können ja mal gucken, was hier so ein bisschen steht. Mit samtigem Fell zum Streicheln habe ich hier gerade entdeckt. Was? Hä, wer hat denn hier... wahrscheinlich die Kühe, oder? Das hier sieht ein bisschen so aus, als würden die Kuhflecken weich sein. Ach, das wäre voll cool, wenn die anderen auch weich wären, aber ich glaube leider nicht. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Insgesamt gibt es hier 76 Teile, sind glaube ich weniger als bei dem anderen. Hm, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, das kann auch sein, weiß ich gerade nicht so genau. Ab 4 Jahren geeignet, Nummer habe ich ja eben schon mal gesagt. Und ich drehe nochmal um. Hier sieht man schon wieder ein bisschen was verraten, was da alles mit dabei sein wird. Und das hier wird glaube ich der Hintergrund sein zum Spielen. Ach, wie süß, hier ist es schon aufgebaut. Okay, will ich gar nicht so lange weiter angucken. Ich mache jetzt erstmal hier die Ränder auf, also beziehungsweise ich schneide einmal ganz kurz hier das Tesafilm durch. Und dann ziehe ich das mal hier aus der Umverpackung heraus. So sieht dann nämlich eigentlich der Adventskalender aus. Ja, so kann man ihn dann auch ganz gut verschenken. Dann sieht man nämlich eigentlich nur das. Man weiß noch nicht so genau, was da alles mit dabei sein wird. Also als Kind, wenn man das jetzt nicht selber gekauft hat. Wenn man es hier umdreht, aha, da ist nämlich das andere dran geklebt. Das müssen wir gleich erstmal aufbauen, beziehungsweise einfach nur so zusammenstecken. Und passend dazu hat man natürlich hier auch noch mal die richtige Werbung. Ah. Ja, genau, es gibt hier ein richtig neues Set komplett von Playmobil mit einem richtig neuen Bauernhof. Das hier, ach, da kann man sogar die Kühe waschen. Wie süß ist das denn? Dann gibt es so ein kleines Haus. So eine kleine Alm oder irgendwie sowas in der Art. Noch ein Traktor mit so einem Anhänger. Ich glaube, da werden gerade Heuballen abtransportiert. Und das hier dürfte so ein bisschen aussehen wie der Hintergrund, den wir jetzt gleich bekommen werden. Hier oben ist nochmal eine Vorrichtung. Das kann man hier auch rausnehmen und dann einmal anhängen. So, dann kann das halt richtig auch an die Wand. Wobei, der ist halt schon noch ein bisschen schwerer. Aber ich glaube, das wird trotzdem noch halten. Moment, ich tue den mal ganz kurz zur Seite. Solange ich nämlich das hier auspacke. Mal gucken, wie das hier gedacht ist. Ach, das sieht auch so mega schön aus. Davon habe ich leider gar nichts. Ich weiß nicht genau, wie ihr das hier finden werdet. Ob ihr das auch so cool findet. Ich mag das ja hier so eine Murmelbahn noch mit.
mit dabei. Und das ist halt eine komplette Unterwasserwelt. Also ganz viele Meerjungfrauen. Hier haben wir so einen goldenen Hai, der... Oh Gott, was ist denn mit dem los? Hat der ein Tütü an? Nee, ich weiß nicht. Das sind wahrscheinlich eher Algen oder so. Naja, hier wieder Teile vom Einkaufszentrum. Teilweise habe ich die auch. Das hier habe ich, glaube ich. Das hier habe ich. Ja, das ist das komplette Bauernhofset. Davon habe ich nichts. Ach doch, hier. Das sind ja die alten Sachen. Von denen habe ich was. Ah, stimmt. Das habe ich auch. Und das habe ich auch. Ach, und den Pferdehof, den habe ich auch. Das hier ist der Pferdehof. Das ist der Ponyhof. Ah, und hier habe ich alles. Da habe ich die komplette kleine Straße. Zwei habe ich ausgepackt. Nämlich einmal das hier, die Boutique und das Café. Mir fehlt noch der Blumenladen und das andere Haus. Da hattet ihr auch mal gefragt, ob ich nicht nochmal das Haus auspacken kann. Weiß nicht, wie ich mich koordinieren muss. Gerade aktuell ist es ein bisschen zeitlich, wie immer, vollgepackt. Dadurch, dass ich so unglaublich viele Sachen habe. Das Schloss, genau, das haben wir hier vorne schon gesehen. Das ist das moderne Wohnhaus, das habe ich ja nicht. Aber es gibt ja auch schon wieder ein neues. Da, das hier ist das neue. Genau, das ist das neue Puppenhaus. Da hattet ihr auch nachgefragt, ob ich mir das nicht holen würde. Würde ich eigentlich mega gern machen, aber ich weiß nicht, wohin damit. Und ich weiß gerade auch nicht, wann ich die Zeit habe, das mal irgendwie zu öffnen. Schon wieder der Playmobil-Movie. Hier ist dann unsere Anleitung mit den ganzen Sachen, die dabei sind, wie man eventuell noch irgendwas zusammensetzen muss oder auch das hier zusammensetzen muss. Ich werde gleich mal testen, ob ich das auch so hinkriege oder ob ich da jetzt drauf gucken muss auf die Anleitung. Oh, eine Scheune, sehr schön. Ich glaube, hier muss man das erstmal abreißen. So, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nein, nein, das ist schon richtig. So, das muss auch ab. Ist hier was gerissen? Oder gehört das so? Gott, bitte sag, dass es so gehört, sonst ist es jetzt schon kaputt. Nein. Oh, das ist aber nicht so gut. Was ist denn hier los? Warum geht denn das nicht so richtig? Oh, da hinten ist sogar ein kleiner... Was ist das? Ein Pferdehof oder ein Bauernhof? Nee, das ist doch ein Bauernhof hier mit Kühen im Hintergrund. Oh, wie niedlich. Sind das auch die echten Sets? Ich glaube, das sind sogar tatsächlich die richtigen, die wir hier auch gerade angeschaut haben. Genau, das eine war der Bauernhof und das hier ist diese Hütte, diese Almhütte, was ich da gesagt habe. Und was ist das? Ist das so eine Klappe? Vielleicht kann da jemand rausgucken. Das ist ja cool. Das hier muss man auch nochmal abtrennen. Ja, beziehungsweise hier nur an dieser Seite. Genau, und da kann man das so hochklappen. Ich meine, das hier ist jetzt der Untergrund. Das hier mit dem ganzen Weg und so. Da muss man das hier nur hochklappen. Dann zeige ich euch das gleich mal in einer anderen Kameraperspektive, wie das von vorne aussieht. Oh, das hier muss man so biegen, habe ich gesehen eben auf der Anleitung. Okay, sieht jetzt nicht ganz so schön aus wie auf der Anleitung, aber irgendwie so ist das, glaube ich, gedacht. Ich zeige euch das gleich von vorn. Das hier ist das Stück Zaun. Das müssen wir bestimmt hier irgendwo noch befestigen. So, zack, schon fertig. Total super. Ich glaube, so cool war das eigentlich sonst nicht. Jetzt ist es halt so richtig 3D-mäßig. Also es gibt hier immer so ein paar Sachen, die abgesetzt sind, wie zum Beispiel dieser Zaun. Ich meine, ist zwar alles nur Pappe, aber es ist echt schon ziemlich cool gemacht. Den musste man hier einmal so an der Seite reinstecken. Dann kann man hier halt eben durchgucken, durch diese kleine Klappe, durch diese Luke. Genauso wie auch hier. Ich weiß nicht genau, ob man da vielleicht noch irgendwas dranhängen kann. Hier ist auch so eine kleine Luke. Und man kann sogar die Türen öffnen und natürlich auch wieder schließen danach. Und hier vorne läuft dann halt eben so ein Weg entlang. Also hier werde ich jetzt gleich die komplette Szene aufbauen und die euch dann immer im Laufe des Videos so zeigen. Dann lege ich mal los und suche mal die 1. Habe ich schon direkt gefunden, weil die Zahlen hier immer ziemlich groß sind beim Playmobil Adventskalender. Hier ist die 1 unter dem kleinen Schweinchen, unter dem Ferkel. Ach, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Kriegt man manchmal relativ schwierig auf. Und ihr wisst ja, ich finde die 1 wichtig, ich finde die 6 wichtig und die 24 natürlich. Und es ist mal wieder sehr gut. Playmobil macht das, glaube ich, meistens eigentlich ganz gut, dass sie direkt im ersten Türchen immer schon irgendwas Cooles haben zum Spielen. Und heute ist es ein Kind, also eine Spielfigur. Das ist natürlich optimal. Gefällt mir auch sehr gut. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Ich glaube, es ist ein kleines Pony. Ja, würde ja passen, ne? Zum Bauernhof. Ein kleines rosa Pony. Dann hat sie so die Ärmel ein bisschen hochgekrempelt. Die ist bestimmt gerade auch bei der Arbeit. Hat hier auch festes Schuhwerk, so kleine schwarze Stiefel. Und sie ist vielleicht gerade auf dem Weg zu irgendwelchen Tieren, weil sie hat nämlich einen Apfel dabei. Den gebe ich hier schon mal in die Hand und dann stelle ich sie vielleicht hier schon mal irgendwo auf dem Weg oder so. Hier passt sie doch ganz gut hin. Hoffentlich kippt ihr nicht um. Hoppala. Dann grüße ich nochmal die Julina und beantworte nochmal eine Hashtag-Frag-Zanzi-Frage von ihr. Sie hat mich nämlich gefragt, was ist deine Lieblings-Handy-Marke? Kann ich gar nicht so sagen. Ich habe gerade aktuell einen Samsung. Hat aber nicht zu heißen, dass ich jetzt die anderen Marken irgendwie doof finde, aber ich komme ziemlich gut damit zurecht. Ich bin da nicht so festgelegt. Ich finde Marken generell nicht so wichtig. Also ich nehme immer das, was mir irgendwie gerade ganz gut passt oder was vielleicht auch im Angebot ist oder so und was ich halt brauche. So, und das Samsung passt momentan ganz gut zu mir. Cool, wir haben eine Katze mit einer Maus. Ich weiß ja nicht genau, was sie da gerade tut, aber okay. Machen wir das gleich mal schnell weg. Vielleicht sind die ja Freunde und haben gerade miteinander gespielt. Hupala. Oh Gott, die ist aber auch klein. Ah, ich glaube, so eine habe ich. Wo habe ich denn die nochmal hergehabt? Wisst ihr das noch? Wisst ihr noch, wo ich diese Katze mit dabei hatte? Oh, ich weiß es gerade nicht. Die war doch auf irgendeinem Haus da. Ich glaube vielleicht bei dem Katzenpension. Keine Ahnung, ihr wisst das bestimmt wieder besser. Und dazu kommt noch die kleine Maus. Die ist total süß, ich liebe ja Mäuse. Ja, und die beide spielen miteinander, ne? Die frisst die nicht, sondern die ist ganz lieb zu ihr. Die können wir ja vielleicht mal hier hinstellen. Die Maus versteckt sich hier vielleicht gerade irgendwo im Gras oder so. Gerade so rübergetippelt oder sowas. Und da entdecken sie sich dann und spielen vielleicht miteinander. Nummer 3 hier unter dem kleinen Vögelchen. Oh, ich bin schon so gespannt auf diese weiche Kuh. Ich will unbedingt die weiche Kuh anfassen. Ich hatte noch nie eine weiche Playmobil-Kuh. Oh nein, wie süß ist das?
das denn? Oh, wir haben passend dazu noch eine kleine, ein Kätzchen mit noch einer Maus. Sag doch, das sind alles Freunde, die verstehen sich untereinander. Das ist nämlich so eine große Familie. Zum einen eine Katzenfamilie, das ist jetzt schon die nächste Generation, weil die Mama-Katze, die hat ja jetzt auch Junge gekriegt. Und die Mäuse, das sind, glaube ich, große Mäuse, das ist jetzt keine Babymaus. Aber die gehören auch zusammen und das ist auch so ein Pärchen und die lernen jetzt gerade das Kind kennen, also das Katzenkind. Und freunden sich halt mit dem an. Da sind die nämlich noch ganz frisch geboren. Und die stellen wir jetzt natürlich direkt daneben, weil, ne, die wird ja jetzt eingeführt hier von der Mutter. Und dann sagt die hier, das ist Frau Maus und Herr Maus. Und die werden jetzt hier gerade vorgestellt. Hier haben wir die vier, relativ klein. Aber, naja, was soll da jetzt noch Kleineres drin sein als eine Maus? So kleiner als eine Maus geht ja eigentlich kaum noch. Oh, oh, wie cool. Wir haben schon wieder Tiere. Schon wieder ein Häschen. Ah, Tiere ist gut. Ein Häschen und eine Karotte. Das Karotte. Das Karottentier. Was? Vielleicht liebt sie auch die Karotte. Nee, das ist nicht gut, weil das Kaninchen, das muss ja auch die Karotte noch essen können. Die muss man sogar zusammenbauen. Das ist ja ein Ding. Okay, komm. Ja. Yeah. Oh, ich glaube, das war verkehrt rum. Hä? Gibt's dann vorne und hinten? Offensichtlich irgendwie nicht so. Ha, passt. Und dazu passend der kleine Hase. Mal eine kleine Quizfrage hier an euch. Was ist das Besondere an einem Hasen und was ist das Besondere an einem Kaninchen? Ich weiß es, aber ich verrate es jetzt nicht, sondern vielleicht habt ihr Lust mitzumachen. Okay, ich setze das mal hier so an den Rand. Das mümmelt da ganz genüsslich seine kleine Karotte. Die 5 ist im Baum. Vielleicht ist das ja auch irgendwas Baummäßiges. Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Habe ich mich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon mal gefragt irgendwann. Oh, offensichtlich nicht. Oh, wir haben noch ein Häschen. Oh, okay. Bisher eigentlich in jedem Türchen irgendetwas mit Tieren oder mit, ja, mit Figuren halt gehabt. Also im Grunde kann man eigentlich mit allem spielen. Oh, das sieht auch wieder klein aus. Kleiner als das andere. Huch, nein, es ist weg. Nein, oh Gott, ist das tief. Hilfe. Oh, das war so klar, dass mir das wieder da reinfällt. Ah, noch eine Rübe. Diesmal keine Karotte. Ah, das ging aber jetzt einfacher hier. Vielleicht gibt es doch ein Vorne und Hinten. Und das ist jetzt hier vielleicht an dem hier so. Genau, vielleicht hat das Mädchen ja gerade auch hier ein paar Karotten und Rüben irgendwie hingelegt. Und jetzt kommen die Kaninchen und fressen hier. Na, die haben das entdeckt. Jetzt haben die hier ihre Mahlzeit für den Mittag. Oh, wir sind schon beim 6. Wir sind jetzt schon beim Nikolaus angelangt. Oh, da ist doch bestimmt was Schönes drin. Guck mal, das ist ganz schön groß. Das heißt, da wird bestimmt irgendwas Großes, Cooles drin sein. Vielleicht eine Kuh? Vielleicht eine Kuh? Nein, vielleicht auch nicht. Oh Mann. Aber irgendwas zum Zusammenbauen, was ziemlich groß ist. Wow. Oh, ich glaube, das sind Käfige. Oh, ich glaube, die kleinen Kaninchen, die kommen jetzt gleich wieder woanders hin. Also die werden wahrscheinlich gleich ein Gehege bekommen. Und dann ist der Auslauf momentan vorbei, den sie jetzt gerade hatten hier. Ich wollte gerade sagen, dann werden sie jetzt eingetütet. Natürlich nicht. Eingekäfigt. Also wieder in den Käfig gesetzt. Ja, da ist ja auch ein bisschen sicherer. Ne? Man weiß ja nicht, was hier sonst noch alles so rumfliegt und dann da auch noch gefährlich ist für die armen Kaninchen. Ich versuche das hier einfach mal so Pi mal Auge. Das gehört doch bestimmt hier rein. Das ist schön gemütlich, da kann man sich so drauflegen. Ah, ich glaube, das Dach kommt dann so nach vorne. Falls es regnet, dann regnet es halt auch nicht rein, sondern wird hier der Regen so ein bisschen abgefangen. Ich weiß nur noch nicht, was wir denn jetzt hier mitmachen. Wo kommt denn das wohl hin? Ach so, Tatsache, das gehört hier so an die Seite. Vielleicht damit es, ach so, damit es noch ein bisschen länger ist. Warum war das nicht gleich so lang? Vielleicht damit man noch ein bisschen mehr zusammenbauen muss oder so. So, das gehört hier auf jeden Fall auf die Seite. Und auf der anderen Seite haben wir dann nochmal das Gleiche. Da haben wir schon ein richtig schönes, breites Dach, was den Regen abhält. Ah, sieht nicht so ganz gut zusammengebaut aus. Sieht so aus, als ob da so eine Ritze zwischen ist. Aber eigentlich ist das so richtig. Naja, machen wir einfach nochmal hier die Tür rein. Versuchen wir die hier so einzuhaken. Und jetzt muss ich mir einmal ganz kurz die Tiere hier holen. Oh, Moment. Ich glaube, das war nicht richtig. Ah, so. Das sieht gut aus. Jetzt schließt das auch richtig. Okay, dann hole ich mir mal eben ganz kurz wieder die Häschen. Damit die hier auch was zu essen haben, lege ich denen, glaube ich, gleich nochmal die Karotten mit dazu. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen, aber ich werde es ja gleich nochmal von vorne filmen. Nee, das geht ja gar nicht klar. Nee, okay, ich muss sie so reinsetzen und zeige euch das gleich von vorn. Ach so, und ich habe mich entschieden, ich glaube, ich werde jetzt doch nicht mit reinlegen, weil man sieht dann ja gar nichts mehr davon. Deswegen kann man die hier so durchstecken, ne? Also hier sind sie jetzt drinne. Die beiden sind jetzt gut geschützt, damit hier nichts passieren kann. Dann machen wir ordentlich zu. Und dann lege ich die halt erstmal hier so ein bisschen davor und dann werden die vielleicht direkt von der kleinen, oh, die hier gerade umgekippt ist, nochmal gefüttert. Wobei sie ja jetzt gerade einen Apfel in der Hand hat. Mal gucken, wen sie jetzt damit gleich noch beglücken wird. War auf jeden Fall eine würdige 6, finde ich. Also ein würdiger Nikolaus, schon ein richtig großes Teil irgendwie, mit dem man was anfangen kann. Oh mein Gott, in der 7 ist schon wieder sowas Cooles. Ja, ein Junge. Oh, der hat Heu dabei oder halt frisches Gras. Sieht eher aus wie frisches Gras, so schön grün, saftig. Und der wird bestimmt auch irgendjemanden füttern mit dem Gras. Theoretisch könnte er da auch die Kaninchen füttern. Oder aber vielleicht auch noch ein paar andere Tiere. Kein Hut ausnahmsweise mal dabei, aber hat auch eine Kapuze, die könnte er zur Not auch noch aufsetzen, falls das jetzt hier anfangen sollte zu nieseln oder so. Dann ist er auf jeden Fall wetterfest angezogen. Hose sehr interessant mit so ein paar Nieten und Streifen. Also sieht auch ganz cool aus. Mal was anderes. Und so eine richtige coole Überjacke, so eine Kapuzenjacke. Ja, gefällt mir auch gut. So, der kommt von der anderen Seite. Der hat nämlich von da das Gras gerade geholt. Und der trifft jetzt hier das Mädchen. Oh, ich habe noch keinen Namen für sie. Wir nennen sie einfach mal Lena und Tobi.
Boah, ich weiß gar nicht, wie viele Figuren wir überhaupt haben. Aber ich will es auch gar nicht wissen. Vielleicht kommen ja noch welche. Erstmal kommt noch... Oh Gott, das arme Huhn. Was hat denn das? Das hat seine Füße verloren. Muss ich erstmal zusammenbauen. Ein fußloses Huhn. Das habe ich auch noch nicht gehabt, dass ich hier einen Huhn zusammenbauen musste. Habe ich überhaupt schon mal einen Huhn gehabt? Nee, ich glaube nicht. Wie macht man denn das? Wie macht man denn das? Ich kriege das auch nicht rein. Aua. Fast drin. Das will er immer doch nicht. Okay, ich muss das gerade mal kurz auf den Tisch machen. Da ging es dann einfacher. Ich glaube, man kann es nicht mehr... Ach doch, man kann es doch bewegen. Sieht fast so aus, als ob man das hier auch irgendwo noch draufsetzen kann, ne? Wenn man jetzt hier irgendwie so einen Zaun oder irgend so eine kleine Stange hätte, dann könnte man das Huhn da draufsetzen. Ist auf jeden Fall ein weißes Huhn. Ob das auch weiße Eier legt? Na, legst du weiße Eier? Oder braune? Oder vielleicht bunte? Oder zogst dann bunte? Meine Damen und Herren. Okay, wir haben ja gerade kein Ostern, insofern sind die Eier momentan nicht bunt. Wo tun wir denn das Huhn mal hin? Vielleicht hier so hinter? Das ist ja so ein kleiner Zaun, da könnte man das ja hinterstellen. Zack. Nochmal ein relativ kleines Türchen, was ich aber ganz schön finde, dass man bei Playmobil eigentlich immer weiß, das ist irgendwie nie irgendwas Blödes so dabei, oder? Also ich überlege gerade, naja, so, ich hatte mal so ein paar Schmetterlinge, die fand ich jetzt nicht so mega spannend. Okay, jetzt haben wir drei kleine Küken, aber ich finde, die gehören ja schon auch zum Huhn dazu. Die sind schon eigentlich ganz niedlich. Ha, ich glaube, wir müssen das Huhn doch wieder da rausholen, das passt dann gar nicht. Das sind ja viel zu viele. Oh, die sehen auch noch alle anders aus. Guck mal, das hat sich vielleicht gerade so ein bisschen geschüttelt. Ja, kennt ihr das, wenn das dann so die kleinen Flügelchen so auseinanderflattern lässt, wenn es sich so schüttelt? Das kleine hier, das sinniert einfach so vor sich hin, das guckt so durch die Gegend. Und das hier, das sucht ein bisschen nach Futter. Ja, das ist schon ganz gut im Futter suchen. Na gut, das Huhn kann ja stehen bleiben, dann können wir die Kleinen hier so ein bisschen rausstellen. Die sind eh zu klein, die passen eh total schnell hier durch dieses Gitter da durch und können immer wieder abhauen. Aber die bleiben natürlich immer bei der Mama, ne, weil alleine kommen die noch nicht klar. Ja, so, geh mal ein Stück zur Seite, sonst sieht man die ja gar nicht. Aha, die Zähne sind ein bisschen länglicher. Na, komm schon, lass mich rein. Oh, das ist wieder relativ klein, glaube ich. Was? Noch eine Maus? Okay, also jetzt reicht es aber langsam. Aber ich glaube, sie haben das hier gemacht, weil sie sich gedacht haben, naja, dann machen wir lieber nochmal ein so ein Teil, was vielleicht nicht ganz so toll ist, weil das ist jetzt natürlich nicht so mega toll. Und dann nochmal ein kleines Tier dazu. Deswegen sind die Mäuse irgendwie komplett aufgeteilt. Frage mich, wie viele Mäuse wir haben werden hier. Ist ja schon die dritte. Vor allem sehen die, glaube ich, auch immer gleich aus. Keine großartig andere Pose. Ja, müssen wir gleich nochmal kurz angucken. Oder ist das eine kleine? Nee, ich glaube, die sind alle gleich groß. Naja gut, dann ist das vielleicht so die Tochter, die auch schon so ein bisschen größer ist. Und dann haben wir jetzt noch das Teil. Das kriegt sie jetzt nochmal in die Hand. Einfach, weil ich nicht weiß, wohin sonst damit gerade aktuell. Und weil ich euch in den letzten Videos ja immer die Post nicht gezeigt habe, weil ich ja so viel irgendwie ausgepackt habe und das dazwischen immer gar nicht geschafft habe, wollte ich euch jetzt nochmal einen Zuschauerbrief zeigen, nämlich diesen hier. Der sieht sehr, sehr schön aus. Ich versuche das immer so ein bisschen nach der Reihenfolge zu machen. Ich habe noch einiges hier liegen, aber ich versuche natürlich immer ein bisschen was zu zeigen, was ihr mir so geschickt habt. Ich werde erstmal jetzt reingucken, nicht, dass da irgendwas drin ist, was dann nicht gesehen werden soll, ne? Falls da Fotos oder irgendwie sowas drin sind. Das machen wir natürlich nicht öffentlich. Da braucht ihr keine Angst haben. Ich blende euch nochmal das Postfach ein, an das ihr mir was schicken könnt. Aber bitte nur Briefe, Postkarten, Großbriefe, Maxi-Briefe, keine Päckchen und Pakete. Oh Gott, ich stelle gerade fest, ich kriege das überhaupt nicht durch. Was ist da los? Oh mein Gott, Hilfe, habe ich irgendwas durchgeschnitten? Oh mein Gott. Sieht auf jeden Fall schon wieder sehr schön aus hier in Regenbogenfarben mit ganz vielen Stickern und so. Oh Gott, ich glaube, ich habe in einen Brief reingeschnibbelt. Nein. Ah, ich glaube, das hier ist was von Topmodel, oder? Ich hatte immer mal überlegt, irgendwas von Topmodel zu machen und jetzt habe ich auch so eine coolen Klebebilderbücher irgendwie gesehen, wo man die halt ankleiden kann. So ein bisschen sieht das hier auch gerade aus. Das fände ich irgendwie auf jeden Fall auch ganz spannend. Oh, wie schön. Guck mal, voll viel Mühe gegeben. Hier sogar so Glitzersterne. Also hier ein Glitzerstern, da ein Glitzerherz. Ach, nochmal so ein paar Aufkleber. Ach, das ist total süß. Erstmal ganz liebe Grüße an dich, Chiara. Sie ist eine derjenigen gewesen, die bei einem Gewinnspiel gewonnen hatten. Offensichtlich. Und hat sich nochmal ganz lieb bedankt. Das ist ja süß. Gern geschehen. Es freut mich natürlich, dass du dich so gefreut hast. Und sie hat auch gefragt, ob ich ihr mal antworten kann in einem Brief. Aber ich glaube, das ist ja fast sogar noch besser, oder? Wenn ich dir jetzt hier so direkt antworten kann. Und du hattest auch gefragt, was man machen muss, damit MDA einem Sachen zur Verfügung stellt. Also im Grunde passiert das natürlich nicht so einfach. Ich mache natürlich schon ziemlich lange Videos und habe mir halt auch ganz, ganz viele immer selber gekauft. Und dann ist das halt irgendwie so ein bisschen entstanden, was für mich natürlich ziemlich gut ist, weil ich dann nicht mehr für alle Sachen immer so viel Geld ausgeben muss, die ich mir normalerweise sowieso gekauft hätte, um sie euch zu zeigen. Aber ja, leider ist es eben nicht so einfach. Also da kann man nicht irgendwo hinschreiben und kann sagen, könnt ihr mir mal bitte was vorbeischicken oder schenken. Ja, leider geht das nicht so einfach. Aber ganz liebe Grüße auf jeden Fall an dich und ein Herz natürlich, ein Handherz. Und dein Brief ist sehr, sehr schön. Also hat mich sehr gefreut. Weiter im Text, hier mit der Nummer 11. Oh, wir haben ein Schwein. Guck mal, das Schwein war unterm Schwein. Siehst du? Habe ich doch gedacht. Manchmal ist das wirklich so, dass die Sachen da auch darunter versteckt sind. Hat sogar noch ein Stück Huhn mitgebracht. Das ist aber nett von dir, Schwein. Habe ich mitgebracht. Isst du bestimmt auch gleich wieder selber auf, oder? Kann sein. Oh nein, ich habe Henriette umgekippt. Wo stellen wir denn das Schweinchen mal hier hin? Eigentlich muss das ja hier ins Stroh, ne? Es ist hier so drinnen und schaut da so ein bisschen raus und hat da auch noch sein, ja, sein Heu irgendwie liegen. Ja, guten Appetit. Gott, die 12 ganz unten in der Ecke. Ich vermute ja mal, vielleicht, dass wir jetzt auch kleine Schweine kriegen. Meistens hängt das ja so ein bisschen zusammen. Also war auf jeden Fall bisher so. Ich sage es und das ist natürlich nicht so. Nein, wir haben einen Korb.
Ein Korb mit, was ist denn das? Futter. Ist das Futter? Ich glaube, es wird Futter sein. Wer wird denn hier gefüttert? Ob das für die Schweine ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist irgendwie für wen anders. Ich stelle den Korb mal hier draußen hin, weil der wird dann abgeholt. Weil irgendwie müssen ja jetzt gleich die ganzen Tiere gefüttert werden. Die Kinder sind ja schon ganz ordentlich dabei. Die helfen natürlich. Und dann gucken wir mal, für wen hier der Korb gedacht sein wird. Die verflixte 13. Oh, mit 13 habe ich ja immer schon ein paar schwierige Erfahrungen gemacht. Gerade in dem letzten Kalender von Frozen. Da habe ich ein paar schlimme Erfahrungen mit der 13 gemacht. Ich habe meine Lippen weggradiert. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, sie ist leer. Nein, sie ist nicht leer. Ich habe schon was gefunden. Nein, Spaß. Guck, da ist das nächste kleine. Da ist nämlich ein Ferkelchen. Ach, die sehen aber ein bisschen anders aus heutzutage. Ich habe nämlich noch alte Schweine, so alte Ferkel von früher. Die sehen jetzt ein bisschen besser aus, finde ich. So vom kleinen Gesichtchen her. Ja, Ferkelinchen muss natürlich zur großen Mama Sau. Und die ist ganz neugierig und guckt, was das Mädchen da bringt. Ist das für mich? Das weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht, dass du einen Apfel bekommst. Der Stern im Himmel mit der Nummer 14 wird uns hoffentlich Glück bringen. Was? Noch mehr? Noch mehr Küken? Ah, Mann. Also ich muss jetzt sagen, das finde ich tatsächlich mal nicht so gut, weil wir haben schon so viele Küken gehabt in einem Türchen und jetzt haben wir noch mehr Küken. Ich mag ja diese Wiederholung immer nicht. Vor allem sind es tatsächlich genau die gleichen nochmal. Also haargenau die gleichen Posen. Das Fressende, das vor sich hinguckende und das kleine Flatternde. Tja, tun wir natürlich zu den anderen dazu. Nur eins davon, nämlich das hier, das ist so ein ganz freches. Das hat sich verirrt, weil das ist total verfressen. So, diese beiden, die jagen sich. Das steht einfach nur so hier rum. Und das hier ist nämlich das Verfressene. Das hat sich hier irgendwo verirrt und hat hier gesehen, dass bei dem Kaninchenstall was runtergefallen ist. Und das ist irgendwo schon voll weit weg. Und die Mama, die hat es nicht gemerkt. Die ist hier noch bei den anderen und passt da auf die auf. Na, mal gucken, was mit dem Kleinen hier passiert, ne? Oh, ist das ein gutes Zeichen, dass es an der Kuhnase dran ist? Bekommen wir vielleicht einen Kalb oder eine Kuh? Ah, in der 19 könnte vielleicht auch eine Kuh. Nee, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist zu klein. Passt doch keine Kuh hinein. Oh, es reicht sich. Nein, es ist keine Kuh. Oh, es ist aber noch eine Figur. Was? Guck mal, wir haben einen Bauern. Das ist ja schön. Ist das der... ich überlege gerade. Ich glaube, das ist einfach der Bauer. Dem gehört das da alles. Und das ist aber nicht seine Tochter und auch nicht sein Sohn, sondern das sind halt Kinder, die helfen und die sind halt gerne auf dem Bauernhof. Und der lässt sie halt immer machen und lässt sie halt immer so ein bisschen helfen. Der hat jetzt hier auch einen Apfel und der zeigt jetzt vielleicht der Kleinen, wie man hier die Tiere gerade füttern kann. Der hat jetzt nämlich hier die Schüssel gegeben und zeigt ihr gerade den Apfel und die gehen jetzt gemeinsam los, Tiere füttern. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Eine dicke Nummer 16. Oh, das ist groß, das ist groß. Das hier oder die 17 könnten noch beide groß sein. Ach nein, schon wieder keine Kuh. Aber ich glaube ein Zaun. Oder irgendwie so ein Zaunteil. Ach, sowas mag ich ehrlich gesagt auch gerne. Guck mal kurz, ob da noch irgendwas drin liegt. Nein. Okay, dann bauen wir das hier mal zusammen. Sieht auf jeden Fall auch so aus, als könnte man das genau da hinstellen, wo man es gerne selber hinhaben will. Das finde ich ganz gut. Passt das hier so rein? Oh, sieht doch passend aus. Ah, okay, dann gibt es noch so einen kleinen Grasbüschel oder irgendwie sowas in der Art. Nämlich das hier oder eine Pflanze sogar. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich Unkraut. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es auch eine schöne Pflanze. Die wächst dann hier vorne. Und der Zaun, der ist schon ein bisschen älter. Deswegen wächst auch hier oben noch Moos drauf. Aha, und wir haben eine Vorrichtung für eventuell einen Vogel oder ein Eichhörnchen. Vielleicht passt aber sogar auch ein Küken drauf. Oh, vielleicht passt hier das Huhn drauf. Oh, das probiere ich jetzt gleich mal aus. So, komm her, Henriette Huhn. Wir versuchen mal, dich hier oben drauf zu setzen. Es passt, oh mein Gott. Guck mal, das Huhn passt hier oben drauf. Das finde ich ja cool. Ah, jetzt haben wir so eine richtige Aufseher-Mama-Henne. Die guckt dann von oben auf die Kinder. Okay, ich setze mal den Zaun hier hin, weil hier haben wir jetzt gleich noch so ein bisschen... Oh Gott, deine Kinder sind im Weg. Moment. Warte mal, so passt das vielleicht noch besser, ne? So? Ja, so kann man es von vorne so schlecht sehen. So vielleicht eher. Ja, dann müssen jetzt die Kinder mal ganz kurz umziehen auf den Weg. Okay, die kleinen Küken sind jetzt hier umgezogen. Das kleine Küken ist auch ziemlich doof. Das versucht hier gerade irgendwas zu fressen zu finden auf dem Weg. Da ist natürlich nichts. Und der Kleine hier, der ist schon ein Stückchen weiter abgehauen. Der ist nämlich jetzt hier schon bei den Schweinen gelandet. Oha, da muss aber jetzt mal aufpassen, Mama, ne? Oh, vielleicht haben wir jetzt eine Kuh. Eine 17. Das wäre sonst das Einzige, was noch groß ist als Türchen. Oder die 21. Die 21 ist sonst auch noch groß. Das wäre sozusagen das Größte. Nein, doch. Ja. Oh mein Gott, wir haben eine Kuh. Ah, das ist ja super. Welches Türchen war das jetzt? Die 17. Oh, ich bin so gespannt, wie sich das Coole anfühlt hier, das Fell. Ja, komm raus, du Kuh. Das ist auf jeden Fall eine Kuh. Ich sehe ein Euter. Was hast du denn noch dabei? Hä? Ach so, schon wieder so krass. Ah, oh, eine weiche Kuh mit Flauschefell. Das ist ja schön. Sieht zwar nicht ganz so hübsch aus hier irgendwie. Keine Ahnung, ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber ich finde die Idee auf jeden Fall mega schön. Ich glaube, es gibt ja auch so Ponys, ne? Auch mit so einem Fell. Das habe ich doch auch mal gehabt. Das ist ja cool. Aber das ist jetzt meine erste richtige coole Kuh. Ich habe noch so alte Kühe von früher. So alte Playmobil-Kühe. Die sehen aber überhaupt nicht vergleichbar aus mit der hier. Die ist wirklich super cool. Die ist super cool schön. Ja, die stellen wir auch mal rein.
Haha, jetzt haben wir das nämlich schon gut vorbereitet. Jetzt haben wir ja hier so ein kleines Gatter, wo dann die Kühe dahinter stehen können, weil ich glaube, wir kriegen ja noch eine Kuh, ne? Mindestens eine. Und dann bekommt sie hier auch noch ihren Fressplatz. Das legen wir einfach mal hier davor. Oh Gott, das sieht man ja gar nicht. So, hier vorne habe ich das jetzt nochmal dazugelegt. Ah, vielleicht lege ich es einfach mal nach da hinten. Da sieht man es auch nicht. Egal. Aber es fühlt sich schon schön, oder? Sieht schon ganz gut aus. Ich liebe das auch, dass man hier einfach so von hinten durchkommen kann mit den Tieren. Wieder ein Stern im Himmel, bitte. Sei was Cooles. Vielleicht ein Kalb. Oder auch nicht. Oder auch eine komische Mistgabel. Nein. Naja, gut, okay. Also, wir haben eine Heugabel. Wir haben ganz schön viel Heugras und Küken. Ich glaube, man kann das hier so reinstecken. Ne? Ja, guck mal, das geht. Und dann kann man das nämlich hier so hochheben. So. Und dann kann man die füttern. Hat der Bauer nicht noch eine Hand frei? Ah, nee, ich glaube, ich stelle das mal hier so hin. Also ich stecke das hier so rein. Dann steht das nämlich hier hinter dem Gitter. Also hinter dem Zaun. Und hier ist dann so ein bisschen, da wo vorher das Huhn stand, da ist dann das frische Heu, was man sich hier abholen kann. Genau, als ob sich die Tiere das frische Heu selber abholen. Take away Heu. Einmal Heu bitte, mit ein bisschen Zucker. Nein. Oh, wir haben eine weitere Kuh. Oh, die ist ja auch flauschig. Das ist ja süß. Ein kleines flauschiges Kälbchen. Wie die Mami. Oh, ist das süß. Oh, die ist aber schön. Eine richtig schöne, gescheckte Kuh. Hm. Na komm, geh zu Mama. Ja, die stellen wir nach vorne, damit man dich auch schön sehen kann. Und die warten nämlich jetzt darauf, dass der Bauer kommt. Huch, was ist denn mit dir passiert? Der Bauer kommt jetzt und wird den gleiche frisches Heu geben. Oder frisches Gras. Oder Äpfel. Dürfen die eigentlich Äpfel, die Kühe? Ich weiß es gar nicht. Ich überlege, habe ich schon mal eine Kuh gefüttert? Ja, wir haben aus Versehen mal eine Kuh mit einem Taschentuch gefüttert. Das war aber wirklich keine Absicht. Mein Vater, der war nämlich damals krank. Und er hatte irgendwie Schnupfen. Und die Kuh hatte an ihm geschnüffelt und hat einfach das Taschentuch gegessen. Das vollgerotzte Taschentuch. Voll ekelhaft. Ja, und seitdem weiß ich, Kühe fressen gerne alles Mögliche. Zum Beispiel Taschentücher. Sollte man natürlich nicht machen. Das war keine Absicht, einer Kuh einfach ein Taschentuch hier zu präsentieren, damit sie sich davon ernähren soll. Nein, das ist natürlich nicht gut. Aber irgendwie hat sie es aus Versehen gemacht. Ah, wie cool, die haben sogar noch ihre richtigen Ringelschwänzchen. Ja, eine Sau mit nur einem Ferkel ist natürlich sehr ungewöhnlich. Deswegen haben wir hier noch ein zweites Ferkel. Beide sehr neugierig. Oh mein Gott, wir sind schon bei der Nummer 22. Das heißt, wir sind schon fast Heiligabend angekommen. Oha. Ich bin so gespannt, was in der 24 ist oder auch was in der 21 ist, weil das ist total riesig. Hä? Oh mein Gott, ich habe aus Versehen 22 geöffnet. Ah, ich habe die 22 geöffnet. Ah, ich habe es nicht gesehen. Lalala, ich muss wieder rein. So, also wir öffnen jetzt mal die 21. Huch. Oh mein Gott, es tut mir leid. Ich sag's gerade noch. Ich mache die 22 auf. Oh. Jetzt weiß ich ja schon, was da drin sein wird. Irgendwas, wo ich wahrscheinlich Blumen draufsetzen kann. Wo der kleine Vogel hingehört, das kann ich mir schon vorstellen. Ach, guck mal. Ein Baum. Aber ein ganz schön fetter Baum. Das ist natürlich cool. Hier kann man ja einiges dann zusammensetzen. Und ich glaube, weil ich ja jetzt mich selber hier schon gespoilert habe, werde ich die 22 auch gleich noch dazu holen und dann schon mal die kleinen Blümchen hier drauf machen. Ja, okay. Hä? Ach, so falsch rum. So rum natürlich. Okay, setzen wir den einmal so zusammen. Dann kommt der hier unten rein in seine Grasfläche. Und dann kommt einmal das kleine Teil wahrscheinlich hier nach unten. Könnte man natürlich theoretisch auch hier oben raussetzen. Also beide nach oben. Ah, ne, könnte man nicht, weil das gehört ja so. Achso, aber im Prinzip hat man hier schon mehrere Möglichkeiten, das hier auch drauf zu setzen. Ne? Ich nehme jetzt einfach mal diese Variante, dass das hier so ein bisschen zur rechten Seite schaut. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Und bevor ich den jetzt da irgendwo hinstelle, hole ich mir erstmal meine kleinen Blumen raus. Nehme ich die hier aus der 22, die wir ja schon gesehen haben. Und dieser Vogel passt ja entweder auf dieses Moos vom Zaun oder aber auch hier auf den Baum. Beziehungsweise, es würde theoretisch auch so eine kleine Blüte hier drauf passen. Ich glaube, ich mache eine kleine Blüte auf den Zaun drauf. Einfach mal so, weil ich es kann. Und setze dann den Vogel hier noch auf den Baum oben drauf. Mal gucken, wo ich den so hinsetze. Vielleicht hier drauf. Und die anderen Blüten kommen dann einfach irgendwie so zufällig verteilt. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt genug habe für alles. Ah doch, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe genauso viele Blüten, wie hier auch raufpassen. Ja, also ich könnte es dann auch wieder ändern. Ich könnte dann hier wieder eine Blüte runternehmen. Ja, beziehungsweise eine Blüte weiter hier rauf machen, nämlich die hier. Und dann den Vogel runternehmen. Aber nein, ich setze jetzt hier einfach mal den Vogel drauf. Guck mal, ist doch auch schön. Wir haben hier so einen schönen Baum mit dem Vogel. Und dann setze ich noch die Blüte auf den Zaun. Ja, hier ist dann nämlich noch ein Platz hier drauf. Wo habe ich denn jetzt noch Platz für den Baum? Eigentlich nirgends. Vielleicht schiebe ich mal das hier zur Seite. Ah, hier sieht man sogar von oben, dass hier das Heu ist. Das habe ich ja sogar aus Versehen richtig gemacht. Stelle ich einfach mal hier den Baum hin, ne? Boah, ist das voll. Jetzt muss ich aufpassen. Nichts falsch machen. Jetzt haben wir nur noch zwei Türchen. Da kann ich ja nicht mehr so viel verkehrt machen. Also haben wir erstmal die 23. Oh, die 23 mit einer, oh, eine Schubkarre. Das ist wohl für den Bauern. Die muss ich auch erstmal zusammensetzen. Wow, hat die zwei Räder? Das ist aber krass. Ich hoffe, das ist nicht so schwierig. Nee, das ist einfach. Ich sage ja immer, wenn ich irgendwelche Autos zusammenbaue, dann ist das immer so eine Fummelarbeit hier. Da tun mir mal danach so die Finger weh. Und jetzt haben wir hier auf der einen Seite ein Rad und auf der anderen Seite noch ein Rad. Das ist voll die stabile, also voll die stabile Schubkarre irgendwie. Oder ist das ein, ach so, Moment, ich glaube, das ist fast eher ein Anhänger. Aber wofür? Wir haben doch keinen Traktor. Oh, ich glaube, das war verkehrt rum. Oh nein, ich glaube, ich habe es verkehrt rum gemacht. Ah!
Ach so, war doch nicht verkehrt rum. Ging irgendwie doch. Hab mich irgendwie nur verhakt. Also die Räder sind super cool. Richtig schön weich rollend und total rollen halt mega, mega gut. So, ich schätze mal, das müssen wir jetzt einmal so hier einhaken. Und dann kann man das hier so richtig überkippen. Das ist ja cool. Das ist ja mal mega cool. Also man kann das hier so richtig transportieren dann so gut. Tut dann hier irgendwie zum Beispiel Heu oder sowas rein. Was können wir denn mal da reintun? Vielleicht die Küken? Nein, die tun wir da nicht rein. Wir können ja hier mal so ein bisschen Heu reintun und dann kann der Junge das ja mal ziehen. Genau, hier haben wir auch noch Gras. Das kann ich auch noch dazulegen. Und das hier ist noch das Heu von den Schweinchen. Kann der das jetzt mit der Hand einfach so ziehen? Das ist ja cool, das geht. Oh, dann hat er das jetzt von da hinten geholt. Hat der Bauer ihm die Aufgabe gegeben. Voll cool. Und wir sind beim Heiligabend angekommen. Letztes Türchen für den coolen Kalender hier. Oh, das ging fast kaputt. Och nein. Was? Wir haben sogar noch so ein, was ist denn das? Ist das ein kleiner Traktor? Irgendwie auf jeden Fall so ein Auto, mit dem man da noch fahren kann. Das ist schon cool. Ich habe gerade nämlich noch gedacht, so, na, das ist aber nicht so toll. Aber irgendwie, doch, das finde ich schon gut. Das heißt, wir müssen ihm das gleich schon wieder aus der Hand reißen. Och Mann, tut mir leid, armer Junge. Dafür darfst du aber dann hier drauf fahren. Und dann auf dem Bauernhof ist das dann in Ordnung, wenn du dort fährst. Oh, halt, Moment mal. War das verkehrt rum? Ah, das war verkehrt rum. Huch, das große Rad muss nach hinten. Hier, die beiden, die gehören hier rein. Passt nämlich genau. Haha. Oh, da ist ja was runtergeflutscht. Nee, das hier gehört dann natürlich nach vorn. Sodele, einmal eingehakt. Sehr cool, so ein Mini-Traktor für Kinder. Dann braucht man natürlich noch einen Sitz, damit man hier auch bequem drauf sitzen kann. Klack. Das hier ist dann diese Lenkvorrichtung. Die haben wir von oben reingesetzt. So ein bisschen fast wie ein Lenkrad. Und hier vorne kann dann auch noch was geladen werden. Das ist ja süß. Und nicht nur einfach so, guck mal, das ist auch so ein Kippmechanismus. Also man kann hier vorne auch richtig cool noch Sachen reinlegen. Ja, tut mir leid, mein Lieber. Du musst das mal einmal wieder loslassen. Dafür darfst du aber jetzt dich hier reinsetzen. So, setzen wir dich rein. Ich glaube, der passt auch nur für Kinder. So, bitte einmal das Lenkrad anfassen. Sehr, sehr cool. Und dann können wir nämlich hinten diesen Anhänger noch reinkoppeln. Okay. Dann tun wir da vorne nämlich noch die Möhren rein. Jetzt hat der ganz, ganz viel Futter dabei. So. Und offensichtlich fährt er hier gerade zu den Schweinen rüber. Das ist jetzt die fertige Szene hier von dem Bauernhof-Adventskalender. Finde ich wieder super schön. Ist wirklich einer der günstigeren Adventskalender generell. Die ganzen Playmobil-Adventskalender sind immer relativ günstig. Bis auf den einen, dieses komplette Haus, was ich da noch habe. Das war schon relativ teuer. Aber ich liebe ja einfach die Playmobil-Adventskalender. Die sind so cool. Alleine dadurch, dass man halt hier immer noch so einen kompletten Bauernhof zwar nur aus Pappe hat, aber man hat halt eine richtig coole Spielumgebung, wo man halt immer irgendwie drauf spielen kann die ganze Zeit. Und jeden Tag kommt irgendwas anderes Cooles noch dazu. Und das wird immer größer und immer mehr. Und man kann es halt später auch immer noch benutzen, kann das theoretisch auch wieder zusammenfalten und wegstellen. Also so richtig, was heißt wegstellen? Man kann es einfach nur so platt machen und irgendwo hinterschieben, hinter irgendeinen Schrank. Das finde ich auch ganz gut. Ja, bevor ich es wieder vergesse, werde ich jetzt hier nochmal wieder den Zauber des Vergessens über euch streuen, damit ihr wieder vergesst, was hier in dem Adventskalender drin war, besonders was an welchem Tag drin war. Ihr erinnert euch vielleicht nur so dunkel daran, dass es ein Bauernhof-Adventskalender war von Playmobil. So, ich hoffe, es hat geklappt. Und diejenigen unter euch, die den Adventskalender haben, werden natürlich trotzdem noch überrascht sein. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es euch gefallen hat. Ich habe euch unten auf jeden Fall nochmal alle anderen Adventskalender verlinkt. Die ganze komplette Playlist, falls ihr euch auch noch für andere Adventskalender interessiert. Und falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen dalassen. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. When there's no more light there.